und willkommen zu diesem neuen Video aus dem Weingarten. Heute seht ihr einen Weingarten, der schon geschnitten ist. In jeder zweiten Reihe sieht man die Reben. Das ist deswegen, damit man nicht in jeder Reihe dann fahren muss mit dem Mulch, um die Reben zu häckseln. Angebunden ist noch nicht, das passiert erst. Dafür ist es noch ein bisschen zu kalt. Da ist die Gefahr einfach dann, dass die Strecker brechen. Die werden dann an den Kartondraht unten angebunden. Aber wir sind heute wegen was anderem da. Wir haben hier Bäume geschnitten. Das ist einfach so, das gehört alles noch zum Weingarten dazu, was über dem Weingarten hier sichtbar ist. Hat aber das Problem, dass die Bäume auf dem starken Hang dann schief wachsen oder langsam umfallen. Man sieht es da bei den Wurzelstöcken gut. Und das macht die Traktorarbeit im Vorgewende schwieriger. Vorgewende ist zwischen dem letzten Stock im Weingarten und dem Ende des Weingartens oder des befahrbaren Weingartens. Und es geht einfach darum, dass das wieder ein bisschen lichter ist und man besser dazukommt. Das Holz ist ein schönes Holz, das werden wir jetzt natürlich mitnehmen. Der Weingarten ist ein bisschen weiter entfernt. Deswegen bin ich heute nur mit dem Autoanhänger unterwegs und nicht mit dem Traktor. Und ihr werdet sicher jetzt einen Zeitraffer sehen, wo das Holz verladen wird. Ihr könnt sehen, jetzt ist einigermaßen weggeräumt. Warum geht's? Es geht darum, das große Holz wegzuführen. Das ist schönes Brennholz für den Kachelofen oder zum Schnapsbrennen. Die kleinen Hölzer lassen wir im Wald liegen, beziehungsweise liegen sie jetzt da noch im Vorgewände herum. Das macht aber nichts, in dieser Größe werden sie dann einfach vom Mulcher mitgehäckselt. Ich muss ja dann sowieso herkommen, wegen den Reben, um es die zu häckseln. Ihr seid dann mit dabei, ihr seht es, das wird man dann überhaupt nicht mehr sehen. Es wird alles weggehäckselt und schaut dann wieder schön aus und ist schön befahrbar. Ja, jetzt ab nach Hause zum Ausladen. Das ist bereits die dritte Anhängerkurve. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Holz jetzt ausgeladen. Es ist ganz schön viel zusammengekommen, waren drei Anhängerfuhren. Das trocknet jetzt hier ein, zwei Jahre, bevor es dann weiterverarbeitet wird zum Verbrennen. Jetzt wird es dann noch mehr Holz, weil der Wind hat auch einen Baum umgeschmissen bei uns im Garten. Bei uns wäre es jetzt sehr stürmisch. Ja, ich habe euch ja erzählt, bei uns war ein sehr starker Wind. Ihr könnt jetzt da den schönen Fichtenbaum sehen. Den hat leider der Wind geholt, umgefallen. Gott sei Dank in die richtige Richtung, weg vom Hühnerstall. Denen ist nichts passiert, dem Gebäude auch nicht. Aber leider ist der Baum kaputt. Deswegen werde ich ihn jetzt schneiden. Ihr könnt da live dabei sein. Seht einen Zeitraffer und vielleicht auch den ein oder anderen Clip von mir, wie ich ihn zusammenschneide.